Die Ziel ABEC SE erweitert das Werk ZA Kupferzell. 235.000 Quadratmeter umfasst das Areal, auf dem sich bereits zwei Geschäftsbereiche befinden. Und das Unternehmen wächst ständig weiter. Vorstandschef Peter Fenkel stellt beim offiziellen ersten Spatenstich das Bauprojekt vor. Die Gäste kommen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Mit dabei ist die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Dr. Hofmeister Kraut. Sie lobt das Bekenntnis zum Standort Deutschland. Der Neubau wird 100 Meter lang und 70 Meter breit sein. Dort wird es vor allem Platz für die vergrößerte EC-Produktion geben. Dort werden Ventilatoren mit den modernsten energiesparenden Motoren hergestellt. Unser Neubau an der A6 wird eine komplett neue Struktur bekommen. Für 28 Millionen investieren wir in Gebäudehülle und neue Maschinen, die unsere zukunftsweisenden EC-Motoren, die Hocheffizienzmotoren, beheimaten werden. Bisher tragen 3.500 Mitarbeiter zum Erfolg von Ziel ABEC bei. Das neue Bauvorhaben schafft Raum für weitere Arbeitsplätze. Außerdem wird die Fertigungstiefe erhöht und die Flexibilität verbessert.